Hallo zusammen und willkommen zu unserem zweiten Video der Reihe zu den philosophischen Grundlagen des Marxismus-Leninismus. In diesem Video wollen wir klären, was es mit der Dialektik auf sich hat. Wir knüpfen an das vorangegangene Video zum Materialismus an, also würde ich euch empfehlen, euch das erste Video zur Philosophie anzuschauen. Wenn euch der Begriff Materialismus schon etwas sagt, dann bleibt einfach dran. Unter Dialektik verstanden die alten Griechen die Kunst, durch Aufdeckung von Widersprüchen in Diskussionen und durch Überwindung dieser Widersprüche zur Wahrheit zu kommen. Sie brachten entgegengesetzte Meinungen ein und wollten damit die Wahrheit finden. Diese dialektische Denkweise wurde dann auf die Natur ausgedehnt und wurde so zu einer neuen Methode, Erkenntnisse aus der Natur zu gewinnen. Man sah die Naturerscheinung als in ewiger Bewegung und Veränderung befindlich und die Entwicklung der Natur als Resultat der Entwicklung der Widersprüche in der Natur selbst, also als Resultat der Wechselwirkung entgegengesetzter Kräfte in der Natur. Die Lösung und Entstehung von Widersprüchen ist dabei so etwas wie ein Motor, mit dem man zu einer höheren Stufe der Entwicklung gelangt. Ganz so wie bei den Diskussionen. Unter Dialektik verstehen wir also die allgemeinste Lehre von der Entwicklung. Friedrich Engels nannte sie die Wissenschaft von den allgemeinen Bewegungs- und Entwicklungsprozessen der Natur, der Menschheitsgesellschaft und des Denkens. Sie versucht also die Gesetze aufzudecken, nach denen sich alle Dinge entwickeln. Und Engels stellt auch klar, dass sich die Dialektik nicht nur auf einen Bereich beschränkt. Sie sucht nicht nur nach den physikalischen Gesetzen, sondern sie fragt zum Beispiel auch nach den Entwicklungsgesetzen der verschiedenen Gesellschaften und nach ihren Widersprüchen. Dazu später mehr. Der Philosoph Hegel hat im Zeitalter der bürgerlichen Revolution und der Aufklärung die Dialektik genial ausgearbeitet. Da Hegel aber Idealist war, setzte ihm seine Ideologie feste Schranken. Als Hegels Schüler übernahmen Marx und Engels die Kernteile der hegelschen Dialektik, aber mit einem entscheidenden Unterschied. Sie verbanden die Dialektik mit dem Materialismus. Daraus wurde dann der dialektische Materialismus. Nun untersuchten sie mit Hilfe der Dialektik nicht nur die Bewegung des Denkens, sondern auch die Bewegung der Materie im Allgemeinen. Die Dialektik sieht alle Dinge als ein zusammenhängendes Ganzes. Genauso wie alle Dinge in unserem Universum miteinander verknüpft sind, und damit meine ich nicht irgendwelche spirituellen Vorstellungen, müssen wir auch alle Dinge von ihren verschiedenen Seiten betrachten, um sie wirklich zu verstehen. Machen wir doch mal ein Beispiel. Vor langer Zeit hatte die Biologie einen rein beschreibenden Charakter. Die Pflanzen und Tiere wurden beschrieben, die Beschreibungen wurden beziehungslos nebeneinander gestellt und damit fertig. Erst mit Darwins Entwicklungs- und Evolutionstheorie setzte sich hier die dialektische Sichtweise durch. Darwin untersuchte die Entwicklung des Lebens, die Verwandlung einer Form des Lebens in eine andere. Er warf damit Licht auf die Beziehung der einzelnen Arten untereinander. Er sah die einzelnen Arten von Lebewesen nicht starr, sondern in ihrer Entwicklung, in ihren Beziehungen zueinander. Schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel an. Es gibt oft die Forderung nach Verstaatlichung von beispielsweise Banken. Im Zuge der Wirtschaftskrise 2008-2009 wurde die Commerzbank vorübergehend teilweise verstaatlicht und das auch noch von einer Merkel-Regierung. Hatten die neurechten Faschisten also doch recht und Merkel ist eine Kommunistin? Natürlich nicht. Warum nicht? Man kann eine einzelne politische Maßnahme nicht verstehen, wenn man sie aus ihrem Zusammenhang reißt. Die Teilverstaatlichung einer Bank durch den bürgerlichen Staat mit dem Ziel, dass der Steuerzahler, das heißt die Arbeiterinnen und Arbeiter, ihre Verluste finanzieren, ist eine Maßnahme, die voll und ganz im Interesse des deutschen Finanzkapitals liegt. Das ist etwas ganz anderes als die Verstaatlichung der Konzerne und Monopole durch den Staat der Arbeiterinnenklasse als eine der ersten Maßnahmen auf dem Weg zur sozialistischen Umgestaltung der Wirtschaft. Wenn wir jetzt also sagen, dass alles mit allem zusammenhängt, wie sollen wir uns dann gedanklich in dieser komplexen Welt zurechtfinden? Indem wir zwischen Zufall und Notwendigkeit unterscheiden. Dafür müssen wir die Gesetze erkennen, nach denen die Bewegungen ablaufen. Ein kleines Beispiel. Fällt eine Schneeflocke zu Boden, so macht sie die verschiedensten Bewegungen, Kreise, Spiralen, zeitweise wird sie vom Wind wieder nach oben gepustet und so weiter. Gesetzmäßig aber ist, dass unbeschadet all dieser Umwege die Schneeflocke letztlich nach unten auf den Boden fällt. Denn dafür sorgt das Gesetz der Schwerkraft.
Oder nehmen wir einen Kleinbürger, zum Beispiel einen selbstständigen Handwerker in einem kapitalistischen Land, der wirtschaftlich ruiniert und Proletarier wird. Der Handwerker glaubt, das sei zufällig, das habe keine Beziehung zu einer Notwendigkeit. Und es ist auch wirklich so, dass der Zufall eine gewisse Rolle spielt. Hätte zum Beispiel dieser oder jener Kunde früher seine Schulden bezahlt, dann hätte er selbst seine Miete bezahlen können und hätte nicht Insolvenz anmelden müssen. An seiner Stelle wäre vielleicht ein anderer selbstständiger Handwerker untergegangen. Und dennoch verbirgt sich hinter diesem Ereignis, wie hinter jedem Zufall, eine Notwendigkeit. Der Ruin der Kleineigentümer in einer kapitalistischen Gesellschaft ist ein Gesetz, eine Notwendigkeit, denn sie können der Konkurrenz der großen Industrie nicht standhalten. Wie stets setzt sich diese Notwendigkeit durch eine Reihe von Zufälligkeiten durch. Sind Müller und Meyer pleite gegangen, dann kann vielleicht Schulze bis zum Ende seines Lebens irgendwie durchhalten. Der dialektische Materialismus will das Entstehen von Neuem und das Vergehen von Alten erklären und diese Bewegung als Selbstbewegung verständlich machen. Das heißt, er muss die treibenden Kräfte, die etwas aus sich selbst heraus weiterentwickeln lassen, erklären. Dies tut er mit Hilfe von grundlegenden Gesetzen. Schauen wir uns mal diese Gesetze an. Das Gesetz vom Umschlagen quantitativer Veränderung in qualitative Veränderung besagt, dass Veränderungen in Form von Sprüngen stattfinden, nachdem sich viele quantitative Veränderungen aufgehäuft haben. Das heißt, dass sich Dinge nicht in ewigen Kreisläufen auf einer Ebene befinden und auch nicht, dass sie sich linear gleichbleibend höher entwickeln, sondern dass sich viele kleine Veränderungen aufhäufen und relativ stetig sammeln, bis dann ein qualitativer Sprung folgt. Bei diesem Sprung passiert in einer kurzen Zeit eine wesentliche Veränderung hin zu einer neuen Qualität. Machen wir dazu mal ein Beispiel. Beim Erhitzen von Wasser führen wir dem Wasser Wärme zu. Die Moleküle bewegen sich schneller und schneller. Bis zu einem gewissen Punkt bleibt das Wasser flüssig und wird stetig wärmer. Das wäre der Zeitraum, in dem sich quantitative Veränderungen aufhäufen. Wenn das Wasser aber 100 Grad Celsius erreicht, dann schlägt die quantitative Veränderung in eine qualitative um. Die Wassermoleküle lösen sich massenhaft von den Verbindungen mit ihren Nachbarn, das Wasser wird gasförmig und verdampft. Mit Hilfe des dialektischen Materialismus können wir uns natürliche als auch gesellschaftliche Erscheinungen anschauen. In kapitalistischen Gesellschaften sind Wirtschaftskrisen gerade solche Sprünge, in denen sich der Kapitalismus entwickelt. Bei den kapitalistischen Überproduktionskrisen werden massig Waren angehäuft, die ab einem gewissen Punkt nicht mehr verkauft werden können, weil die Kaufkraft der Menschen zu niedrig ist. Es kommt zu einer Kettenreaktion, einem Sprung in der Entwicklung und viele Firmen gehen pleite. Ein paar wenige werden noch größer und der Lebensstandard der Arbeiterinnen und Arbeiter wird mit einem Schlag abgesenkt. Im Gegensatz zur Metaphysik sagt die Dialektik, dass allen Erscheinungen innere Widersprüche innewohnen. Alle Materie hat eine negative und eine positive Seite, eine entstehende und eine absterbende. Diese machen den sogenannten Kampf der Gegensätze zwischen Absterbenden und Neuentstehenden, zwischen Ablebendem und sich Entwickelndem aus. Die Entwicklung von Niederem zu Höherem findet also nicht in einer harmonischen Entwicklung, sondern in einem Kampf der Gegensätze durch die ihnen innewohnenden Widersprüche statt. Mit Widersprüchen sind hier also nicht zwei Dinge gemeint, die sich logisch widersprechen und nicht gleichzeitig vorkommen können. Wir haben gehört, dass der Begriff Dialektik aus der Rede und der Gegenrede kommt, mit der sich der Wahrheit genähert wird. Hier bedeutet der Widerspruch ein materielles Verhältnis zwischen zwei Dingen, die in einer Beziehung zueinander stehen und aufeinander einwirken. Sie sind einander entgegengesetzt, bilden aber zugleich eine Einheit. Sie sind in Wechselwirkung miteinander und verändern sich dadurch. Es ist also ein spannungsgeladenes Verhältnis, das in diesem Kampf auf seine Lösung drängt. Das ist eine sehr allgemeine Beschreibung von diesem dialektischen Grundsatz. Mit einem Beispiel wird es sicher klarer, was gemeint ist. Im Kapitalismus stehen sich Proletariat und Bourgeoisie gegenüber. Das Proletariat ist die wachsende, auf einen Systemwechsel drängende Klasse. Die Bourgeoisie die absterbende und konservative Klasse, die aber natürlich das Proletariat für seine Ausbeutung braucht. Zusammen stehen sie in einem Spannungsverhältnis, in einem Widerspruch zueinander. Denn das Proletariat hat das objektive Interesse, den Kapitalismus zu stürzen und den Kommunismus aufzubauen. Die Bourgeoisie hingegen versucht, den Kapitalismus am Leben zu erhalten.
Der Kampf zwischen diesen beiden Klassen vertieft sich, bis der Widerspruch in der sozialistischen Revolution aufgehoben wird und die Bourgeoisie gestürzt ist. Im Sozialismus und auch im Kommunismus gelten die Gesetze der Dialektik aber immer noch. Alles bleibt in Bewegung und entwickelt sich entsprechend seiner inneren Widersprüche weiter. Wir haben also bisher gesagt, dass die Bewegung sich als Übergang von quantitativen in qualitative Veränderungen darstellt und dass diese Veränderung aus den inneren Widersprüchen aller Dinge passiert. Das Gesetz der Negation erschließt eine weitere wichtige Seite der Dialektik. Negation bedeutet erstmal so etwas wie verneinen oder aufheben. Die Entwicklung der Welt besteht darin, dass ständig etwas aufgehoben wird. Der Keim hebt den Samen auf, der Sozialismus hebt den Kapitalismus auf. Dieses Verneinen oder Aufheben bedeutet nicht, dass an die Stelle des Alten etwas vollkommen Neues tritt, das mit dem bisherigen in keinem Zusammenhang steht. In der dialektischen Negation wird das beseitigt, was zur alten Entwicklungsetappe gehört. Es wird bewahrt, was einen Platz in der höheren Entwicklungsstufe hat, was eine Bedeutung hat, die über das Alte hinausreicht. Und letztlich entsteht eine neue Entwicklungsform der Materie. Die Negation ist die Basis jeder Entwicklung als Fortschritt vom Niederen zum Höheren. In dieser Entwicklung bleibt es dann aber nicht bei einer Negation. Die Negation wird selbst negiert. Sie erfolgt auf höherer Stufe von Neuem. Auf höherer Stufe wird also ein neuer Ausgangszustand erreicht, der wieder negiert wird. So werden bereits durchlaufene Stadien noch einmal durchgemacht, aber anders. Unter anderen Bedingungen, so wie der Samen, der zur Pflanze wird, die wiederum Samen produziert. Es ergibt sich so etwas wie eine spiralförmige Bewegung nach oben. Blicken wir zum Abschluss nochmal auf die bürgerlichen Wissenschaften und die Dialektik. Die Bourgeoisie als Klasse hat ein objektives Interesse daran, ihre Herrschaft zu verschleiern. Dafür benutzen sie idealistische Theorien und metaphysische Methoden bis hin zu Mystizismus, Religion, Rassismus etc., um zu verhindern, dass wir ein wahrheitsgetreues Bild der Gesellschaft kriegen. Auf der anderen Seite ist die Bourgeoisie gezwungen, zumindest zu einem gewissen Maß die wissenschaftlichen Methoden anzuwenden, um etwa profitablere Autos oder zerstörerische Waffen zu bauen. Dafür reichen nämlich keine Gebete oder Zaubersprüche, sondern man muss objektiv forschen. Genauso müssen die großen Monopole für ihre langjährigen Strategien Wechselwirkungen betrachten und die Dinge allseitig betrachten, wie die Dialektik es uns lehrt. Dieses Bedürfnis, sich der Dialektik anzunähern, sehen wir etwa in der Entwicklung der Chaos- bzw. Komplexitätsforschung in verschiedenen natur- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern in den letzten Jahrzehnten. Doch wir sehen auch, dass das enge Weltbild der bürgerlichen Ideologien kaum Raum lässt für dialektische Betrachtungen. Das Resultat daraus ist, dass wissenschaftliche Erkenntnisse, die nach dem dialektischen Materialismus verlangen, nicht vorankommen und gelähmt werden. Währenddessen werden idealistische Ideologien wie Religion und Esoterik in die Massen getragen. Das ist ein Ausdruck davon, dass der Kapitalismus in seinem imperialistischen Stadium auch eine wissenschaftliche und weltanschauliche Krise hervorgebracht hat, die es zu überwinden gilt. Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, dann lass uns doch gerne ein Like da. In der nächsten Zeit werden weitere Grundlagenvideos folgen, unter anderem zum historischen Materialismus und zur politischen Ökonomie. Aber jetzt verabschiede ich mich erstmal. Macht's gut und bis zum nächsten Video.